Hallo Leute, willkommen beim Mafia. Wir kennen Vincenzo, wir kennen den Idioten Ralph. Und jetzt fahren wir und rächen uns mit einem coolen, geilen Taxi. Und zwar zerstören wir jetzt natürlich die Autos von den Typen aus Morelos Bar, genau. Dazu nehmen wir jetzt die coole Karre hier. Sonst merkt man genau an. Jetzt weiß ich ungefähr, wo ich hinfahren muss. Ich fahre ganz vorsichtig, damit ich von den Polen nicht angehalten werde. So, sehr schön. Ich nehme hier den Himmel. Das wird am schnellsten gehen. Ich bin jetzt ein bisschen weiter. Zum Glück war ich ja ganz langsam. Gas geben hier. Ja, ordentlich. Gibt er die Abkarte. So, ich bin so schnell, dass jetzt die Karre eigentlich vom Berg hochkommen müsste. Da habe ich schon wieder Geschwindigkeit. Ja, noch ein bisschen. Ja, komm. Hat er gepackt. Manchmal schafft der Wagen das eigentlich gar nicht hoch. Berg. Ja, scheiße, wenn was passiert. Dann müssen wir richtig Gas geben. Jetzt kommt man da überhaupt nicht hoch und das ist scheiße. Genau wie hier, seht euch das mal an. Da ist mein Gas cool auf 30. Vielleicht bin ich wieder bei 10 Miles per Hour. Wenn ich oben bin. Ja, jetzt hätte ich schon wieder Geschwindigkeit. Nee, komm schon, Kumpel, komm schon. Noch ein bisschen. 20 Miles per Hour. Er ja, ist ja noch bezahlt. Komm, so. Ja, langsam besteuern, ich werde wieder dann wieder langsam fahren, weil die Bullen vor mir sind. Ich möchte die ja nicht provozieren, indem ich schnell fahre. Ich muss gleich wieder Rechnung zahlen und hält mich noch unnötig auf. Da sind wir auch schon angekommen. Oh. Okay, wir sind da. Geh nicht vorne rein. Such dir einen anderen Weg. Schalte die Wache leise aus. Das ist unauffällig. Schlag erst die Autos zu Klump und spar dir das Feuerwerk bis zum Schluss. Könnte was Nettes in dem Schuppen sein. Sieh doch mal nach. Viel Glück, Kumpel. Danke. Ich bin gleich zurück. Hier den Wagen schon mal vorgeparkt, ne, damit ich gleich ordentlich abhauen kann. Ziemlich die Daisy haut den Typen K.O. Ja, dann mache ich die Fahrzeuge kaputt. Dann könnt ihr mich mal. Ja, Mafiosis, ihr. Hier, für mein Taxi. Der bemerkt mich nicht. Am besten gehe ich ganz langsam. Dann schlage ich den K.O. mit meiner Daisy hier, ja. Dann merkt ihr überhaupt nichts mehr. Dann war's das. Aber ganz schnell, du. Scheiße, ich dachte, das wird nicht getroffen. Wäre Blamage gewesen. Hier, mein Freund, hier. Du wirst nie wieder aufgefahren. Hier, der Kofferraum nochmal. Da kriegst du keine Koffer mehr rein, mein Freund. Ja, da kommt kein Koffer mehr rein. Da, er ist aber kaputt. Das Rote. Genau, Fensterscheiben einschlagen. Konstant gemacht. So, dann hier nochmal. Hinten nochmal. Kein Koffer mehr rein, mein Freund. Kann ich dir versichern. Es geht nicht mehr in den Ferien. So, hier auch nochmal.
ist der letzte. Aufladen bringt davon nichts. Hier. Bringt überhaupt nichts. Welchen Effekt kriege ich auch, wenn ich so normal schlage? So, keinen Koffer mehr rein. So, was ist dafür? Was mein Tag kaputt gemacht hat, mein Kumpel. So, ja, wie auch immer. Schnell weg hier. Zack, 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 zack. Ah, Molokov-Cocktail. Schnell verstecken. Basie, schnell verstecken. Wenn der Bulle mich sieht, dann verhaftet er mich wegen dem Scheiß. Jetzt aber Gas geben. Volle Kraft. Nee, komm schon. Ja. Braucht schon eine Weile, bis ich den Wagen ankriege. Naja, immerhin besser als diese Fahrzeuge, wo man noch so mit einer Kurbel drehen müsste. Oh, scheiße, dann nichts passiert. Ich muss aufpassen, dass ich nicht auf die Unfälle baue, denn da verlieren ich und mein Partner eben. Das ist scheiße. Nein, hol dich. Die Kirche. Nein. Kein Leben verloren. Gott sei Dank. Ach, ich wollte eh das Fenster aufmachen. Das Fenster wird kaputt gehen. So, dann geht's natürlich zurück zum leeren Bar. Dann haben wir das auch erledigt, diese Mission hier. Ich habe sie mir eigentlich schwerer vorgestellt. Der Plessy war die auf jeden Fall schwerer, also die sind sogar noch drauf gerannt. Da hatte ich schon ein paar Schwierigkeiten. Die Bullen da vorne, vorsichtig fahren. Ganz vorsichtig. Oh Scheiße. Das ist ein kleiner Papa. Wenn ich die hier den Tunnel. Wird auch am schnellsten gehen. Bin ich auch gleich hier bei der Geburtsbar. Nein, kann ich verbauen. Ich muss helfen. Boah, haha. Das ist ein Glück. Gut gewesen. Kein Bock hier, die Hälfte meines Lebens zu verlieren. Ich bin mit einem sauberen und besseren Auto. Wieder Gas geben, damit ich den Berg überhaupt hochkomme. Ich habe es geschafft. Nein, oh Mann, du hast mir nichts. Ah, so tief da, ey. Das hält jetzt gerade auch weiter. Chef, wir haben es geschafft, Chef. Molotov Party Bandit. Hier sind wir wieder, Boss. Großartig. Setzt euch. Lief alles klar? Klar, Boss. Tom ist ein Naturtalent. Bevor die überhaupt kapiert hatten, was los ist, war es vorbei. Und bevor die sich erholt hatten, waren wir weg. Bestimmt kocht Morello gerade vor Wut. Wirklich. Freut mich zu hören.
Mit ihm ist nicht zu spaßen. In diesem Fall willkommen in der Familie, Tommy. Du hast den ersten Test bestanden. Ist mir eine Ehre, Sir. Und wir haben ein neues Mitglied. Ich hätte ihn gern in der Familie, Boss. Man sieht, dass er keine Angst hat. Und er hat sich geschickt angestellt. Du hast mich nicht enttäuscht, Tommy. Darauf trinken wir. Danke. Ja, nur das Auto wurde in der Wäsche hinzugefügt, Bolt ist vor dem Grün. Ich bin Naturtalent, habt ihr das gehört? So, weiter. Heute besuchen wir ein paar Läden, um Schutzgeld einzutreiben. Zwei Restaurants und ein Motel draußen vor der Stadt. Bill vom Motel war beim letzten Mal spät dran, weil er ein paar Probleme hatte. Also zahlt er heute ein bisschen mehr. Du hast bestimmt gehört, wie Kriminelle mit Hilfe von Drohungen aus Unternehmen Kapital schlagen. So etwas tun wir natürlich nicht. Die Leute, die uns bezahlen, erhalten Dienste, die ihnen die Polizei niemals bieten kann. Letzten Monat zum Beispiel lösten Sam und Pauly hier in einem gemütlichen Restaurant ein schweres Gewaltproblem. Der Eigentümer ist froh, dass dort etwas derartiges nicht wieder vorkommen wird. Du fährst. Pauly und Sam machen die Kollekte. Reine Routine. Sagt Ralph, er soll euch ein Auto geben und dann los. Okay, Boss. Und wir beide nehmen einen Drink. Was meinst du, Frank? Drink, ich hätte auch keinen Drink. Es wird aber leider wohl nix. Ich muss die Mission erledigen. Nicht wahr, Boss? Nicht wahr, Boss, ne? Na, die geben sich einen Drink. Ja, ich geh schon. Ich geh schon, Boss. Das machen wir aber im nächsten Part. Wir holen uns natürlich nur noch die Karre ab, ja. Erstmal noch die Karre holen und dann machen wir keine Routine. Ich nehme die Hintertür, wenn es recht ist, so. Du da, ey. Ralphie. Hey, Ralphie. Die Jungs und ich haben einen Job zu erledigen. Hast du was Fahrbares? Hey, Tommy, ich hab noch das Baby hier. Hat an die 40 PS und läuft fast 60 Meilen Spitze. Das Baby da? Ah, okay, sieht ganz gut aus, Ralphie, Mann. Hey, besser als das Alte. Ist nichts zum Angeben, aber läuft und man kommt leicht rein. Nimm einfach das kleine Baby hier und steck's da rein. Doch ein wenig denn rum und wenn's klickt, ist er auf. Ist eine Kleinigkeit. Danke, Ralphie. Okay, ich kann jetzt einen Bolt B stehlen. Das ist ja auch mal was Gutes. Und zwar steige ich noch nicht ein, sondern ich hole meine Knarre von diesen Vincenzo. Oder so heißt er, glaube ich. So. Ich will keine Basie, sondern echte Waffe, mein Freund. Oh, da hast du eine Colt für mich. Das gefällt mir. Hey, Vincenzo, ich brauche ein Schießeisen. Hi, Tom. Denke, das hier wird ausreichen, oder? Ey, ich wollte die Colt haben. Du gibst mir so ein Revolver-Scheißteil. Nee. Schätze, ja. Ich wollte ihn sowieso nicht benutzen. Ey, ein Revolver, was ich nicht benutzen will? Mit Vincenzo reden, das S- und V-Modell. Ich will es wegpacken. Wie packe ich die Waffe weg? Egal. Wie gesagt, ich werde sie eh nicht benutzen. Natürlich dürfen mich die Bullen damit nicht sehen, ne? Sonst, So, Leute, das war's. Bis zum nächsten Part.